Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Zelda, Prinzessin von Hyrule. Ja, Leute, und willkommen zum Prolog zu meinem Zelda-Let's Play, was ich hiermit offiziell nachreiche, weil ich auch diese Quest, also wenn ihr diese Playlist komplett euch reinzieht, von Anfang bis Ende, dann bekommt ihr das entsprechende Ende, das True Ending, so nennt sich der Spaß. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Folgt dieser Playlist und ihr kriegt das wahre Ende. Ja. Ansonsten halte ich eher die Klappe. Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. Und das machen wir. Genau, also wie gesagt, Zelda Tears of the Kingdom ist natürlich schon durchgespielt. Sehr, sehr geiles Game. Wenn ihr euch überlegt, das Game vielleicht zu holen oder ähnliches, ich kann es euch wirklich, wirklich nur empfehlen, euch das Spiel zu holen. Und ich war anfangs selber etwas skeptisch, weil ich auch nicht so der Breath of the Wild Fan war. Aber das Spiel, muss ich dann so letzten Endes dann doch sagen, ist schon sehr geil geworden. Auch wenn es grafisch natürlich noch aussieht wie 1998. Aber ja. Link! Das Masterschwert. Das Schwert, welches das Finstere zum Bannen vermag, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheim gefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Dann machen wir das doch mal. Ah, sieht das schön aus, das Schwert. Master Schwert ist da. Halt, Link, sieh nur. Was liegt denn da? Ruinen, Überreste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Stammt dies etwa vom Volk der Sonau? Also, wir sind weiterhin unter Schloss Hyrule zusammen mit Zelda und schauen uns hier ein bisschen um. Ich hätte mir ja nie vorzustellen gewagt, dass unter Schloss Hyrule solches Gewölbe existiert. Gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es, alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll. In einer Zeit, die heute Sagen geworden ist. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und wenn ihr Name auch zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Zuerst mal ein paar Fotos gemacht, habe ich das richtig gesehen?
So, willst du davon auch noch ein Foto machen? Na klar. Okay, ich gehe da mal vor. Ob diese Statue einen Sonau darstellt? Schau doch, welch lange Ohren. Sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten, Link. Lass uns weitergehen. Alles klar, Madame. So, jetzt sollen wir mal das Schwert schwingen. Alles in Ordnung, Link? Wandbilder. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheint Hylianna wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich. Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell. Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. So, dann schauen wir mal. Gehen weiter rein. Ich renne hier mal ein bisschen vor. Diese Gänge werdet ihr ganz am Schluss auch noch mal entlanglaufen.
sind wir hier. Lass uns gehen, Link, und sei bitte ganz vorsichtig. In Ordnung. Was ist das? Du bist also erwacht, Link.
Zelda hat mir viel von dir berichtet. Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Da vorne liegt unser Masterschwert. Zerfressenes Masterschwert. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen, jedoch ist es vom Miasma unter Schloss Hyrule zerfressen. So, mit der Y-Taste können wir angreifen. Hier kennen wir ja, haben wir ja gerade schon gedurft. Was sind wir? So, das war noch relativ einfach. Mit dem Tor hier könnt ihr jetzt noch nichts machen. Brauchen wir später. So, dann einmal hier runterjumpen. Also, da werden euch so ein bisschen die klassischen Mechaniken erklärt. Ne? Ihr kennt's. Noch runter. Da aus großer Höhe ins Wasser fällst, erleidest du keinen Schaden. Ist ja schon mal ganz angenehm. Da hinten haben wir eine Truhe. Altes Beinkleid. Da werden wir nicht ganz so naked rumlaufen. Ziehen wir das gleich mal an. Okay, so viel Unterschied ist da jetzt nicht. Aber hey, ein bisschen. Ein bisschen. Gehen wir mal da raus. Okay, coole Aussicht. Wir sind über Hyrule. Welcome. Welcome to Zelda, Tears of the Kingdom. So, wir sind aus großer Höhe gelandet. Vergessene Himmelsinsel. Hier, ihr kennt's. Ja. Ja, Waffensystem nicht ganz so weit in dem Spiel, muss ich leider zugeben. War überhaupt nicht Thema.
Aber jeden das sein. Aber ich kenne auch tatsächlich niemanden, der gesagt hat, ey, dass die Waffen bei 3 Schlägen kaputt gehen, das finde ich ja super, ey. Tatsächlich auch noch niemanden kennengelernt, der das zu mir gesagt hat. Entschuldigung. Ich könnte schon mit meinem Ast einen drüber zünden. Ist überhaupt kein Stress. Ja. Wunderbar. Ich habe dich bereits erwartet, Meister Link. Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut. Dies ist das Pura-Pad. Mir wurde gesagt, dass dir dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird. Dann gib mir ja den Schmutz. Pura-Pad, Prinzessin Zelda weiß kaum einen Gegenstand mehr zu schätzen als das Pura-Pad. Es hat einige für ein Abenteuer äußerst nützliche Funktionen zu bieten. Die Minustaste öffnet dir den Spaß. Gab es nun auf Prinzessin Zeldas Geheiß dir übergeben, Master Link? Meines Wissens nach soll ich sich Prinzessin Zelda an dem Ort befinden, der auf der Karte des Pads angezeigt wird. Ich habe dir alles mitgeteilt, was mir aufgetragen wurde. Wo bin ich denn hier? Dies ist der Garten der Zeit. Das dort ist der Tempel der Zeit. In vergangenen Zeiten wurden an dieser Stätte Riten und Zeremonien des Königreichs abgehalten. Zeremonien ist, glaube ich, eher das richtige Wort. Doch heutzutage besucht diesen trostlosen Ort niemand mehr. Und damit startet die Suche nach Zelda und die verschlossene Pforte und so weiter. Ich sage vielen Dank. Erste Folge. Wie gesagt, folgt der Playlist, um das True Ending zu bekommen. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein zusammen.